Baumi, Yannick Westergaard wechselt zu Borussia Mönchengladbach. Er geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Geben wir ihn auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge ab? Ja, eigentlich erstmal mit zwei weinenden Augen, weil Yannick in den letzten eineinhalb Jahren für uns ein ganz, ganz wichtiger Spieler war und nicht nur auf dem Platz, auch in der Kabine schon mit seinen jungen Jahren eine Führungsrolle auch innehatte dort. Ganz, ganz wichtiger Faktor war und deswegen ist es schon sehr, sehr schade, dass er uns verlässt. Aber die Gespräche waren eben schon so weit vorangeschritten, dass wir eben jetzt schauen mussten, ja, wo ist eine Grenze für uns in der Transfersumme, wo wir auch dann uns über einen Transfer unterhalten, wo wir uns dann letztendlich auch einigen mit Gladbach. Und insofern ja, ist dieser sportliche Wert, der uns mit Yannick verloren geht, dann durch die Summe, die wir jetzt von Gladbach auch bekommen, dann glaube ich auch ausgeglichen und wollen dann jetzt immer mal vorne schauen. Die komplette Summe wird aber wahrscheinlich nicht in einen Spieler investiert, sondern auf verschiedene Positionen verteilt. Ja, das ist richtig. Also wir schauen ja, was wir insgesamt im Kader benötigen und deswegen müssen wir im Einzelfall entscheiden, ne? Was ist ein Gesamtpaket, was können wir vielleicht für einen Innenverteidiger ausgeben, wo haben wir noch Bedarf und das wollen wir in Ruhe entscheiden, schauen, was brauchen wir in der Mannschaft, um sportlich weiter erfolgreich zu sein. So ein Abgang ist natürlich erstmal ein Verlust, aber es ist auch immer wieder eine Chance, was Neues zu machen, dort sich neu aufzustellen und da werden wir eben versuchen, die richtigen Lösungen zu finden. Eine Lösung wurde gefunden für Levent Ajicek, der geht nochmal für ein Jahr ausgeliehen an 1860 München. Marlon Busch könnte folgen. Warum die Leihe zu 1860? Ja, Marlon und auch Levent sind Spieler, die letzten Jahre in der U23 hauptsächlich gespielt haben, dort ihre Erfahrungen gesammelt haben in der Regionalliga, in der dritten Liga. Immer wieder auch im Bundesliga-Kader dabei waren, im 18er-Kader auch ihre Einsätze hatte in der Bundesliga. Dort aber nicht so den direkten Sprung geschafft haben und jetzt war eben die Situation so, dass wir uns mit den Spielern zusammengesetzt haben und geschaut haben, was ist der richtige Weg für die Entwicklung, für die Weiterentwicklung der Spieler. Und da sind wir eben zum Schritt gekommen, dass Spielpraxis in der zweiten Liga genau das Richtige ist und da haben wir jetzt, glaube ich, für beide mit 1860 einen Verein gefunden, wo diese Spielpraxis auch realistisch ist und wo sie sich weiterentwickeln können, um dann in der Zukunft für uns auch noch eine wichtige Rolle spielen zu können. Abschließend mal die Frage, wie ist so das Ziel von dir? Möchtest du den Kader ganz gerne schon zu Spielbeginn, zu Saisonbeginn beisammen haben, damit die Trainingslager eben auch mit der bestmöglichen Mannschaft eben schon bestückt sind? Oder wartet man auch ab, bis halt das Transferfenster geschlossen wird und der Markt nochmal richtig Gas gibt? Grundsätzlich Ziel ist eigentlich immer, wenn möglich zum Trainingsstart schon den Kader zusammen zu haben. Das ist in den meisten Jahren unrealistisch, dieses Jahr besonders, weil wir einen relativ großen Kader auch haben und jetzt auf einigen Positionen eben auch noch Bedarf haben. Dort natürlich versuchen, die bestmögliche Lösung zu finden. Wie schnell das gehen wird, das muss man eben sehen, aber muss schon damit rechnen, dass wir auch in der Vorbereitungszeit noch Veränderungen im Kader vornehmen müssen. Drei Punkte hier lassen, das ist unsere Pflichtaufgabe und Pflichtziel ist.